Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. In unserem Video wird es sich heute drum drehen um einen Praxistipp und wir wollen heute eine Eisenpfanne richtig einbrennen. Das möchte ich euch zeigen, das ist hier die Pfanne auch. Die habe ich jetzt vor kurzem erworben, recht billig. Tiefgezogenes Blech, 2,5 mm, ganz einfache Pfanne. Wald- und Wiesenstahl ST37 und ihr seht, wenn ich so ins Licht halte, dieses Glänzen, was ihr da seht, das ist die Anti-Rost-Beschichtung. Wie so oft bei solchen Pfannen werden die Oberflächen vom Hersteller mit einer Anti-Oxidationsschicht versehen, damit sie nie schon im Regal rosten. Meistens ist es eine Wachsschicht und das ist auch das, was wir als ersten Arbeitsschritt tun wollen, die Wachsschicht entfernen. Das machen wir natürlich mit warmem Wasser und mit Spülmittel. Das ist übrigens das einzigste und auch letzte Mal, dass diese Pfanne ein Spülmittel sieht. Recht gründlich. Ich nehme da hier so einen Schwamm dazu, denn wir wollen ja die Wachsschicht nicht mit einbrennen. Entfernen eventuelle kleine Anfänge von Rost. Gut, bei der Pfanne ist jetzt mal nichts dran, die ist tadellos. Gut, ich mache das erstmal fertig. So, ich denke, dass ich die Oberflächenbeschichtung herunter habe und wir spülen die Pfanne mit lauwarmem Wasser gründlich ab. So, und trocknen die Pfanne ordentlich ab. Ja, unsere neue Pfanne ist von allen Oberflächenbeschichtungen befreit, ist schön abgetrocknet. So, was brauchen wir zum Einbrennen überhaupt? Und zwar nehme ich hier ein Leinöl. Während des Videos werde ich euch sagen, warum. Und eine Küchenrolle. Ja, wichtig ist ja, dass wir nach den verschiedenen Einbrenngängen die Pfanne immer wieder mal abkühlen lassen. Da ist es ganz sinnvoll, dass man hier einen Rost drunter tut, weil die Pfanne wird dann sehr heiß. Stellt man hier drauf, nicht direkt auf Holz oder woanders hin, und dann kann die Pfanne abkühlen, entweder für den nächsten Gang oder überhaupt. So, liebe Freunde, da fangen wir mal an. Der Grill ist schon vorgeheizt auf fast 300 Grad. Das reicht uns. Immer dran denken, Rauchpunkt bei Leinöl 107 Grad. So, geben wir jetzt ein bisschen Leinöl hinein, nicht zu viel. Und mit einem Küchentuch reiben wir eine Schicht drauf. Überall. Ja. Erste Schicht, ganz dünn. Ja. Auch die Henkel. Überall, wie gesagt. Natürlich auch die Unterseite. So. Die ist jetzt schön ölig und so kommt sie in unseren Grill. So, und legen die Pfanne verkehrt rum drauf. Ja, wenigstens 10 Minuten, Viertelstunde für unseren ersten Gang. So, der erste Einbrenngang ist fertig, Viertelstunde ist rum. Oha, ihr seht, der Boden ist ja schon fast schwarz. Seht ihr das? Glänzt. Das ist schon der erste Gang. So, die ist sehr heiß. Ich habe Handschuhe an. Die kühlen wir erstmal ab. Ihr müsst die Pfanne natürlich jetzt nicht runterkühlen bis auf 5 Grad, sondern so, dass man sie mit bloßen Händen anfassen kann und die nächste Lage Öl draufstreicht. So, liebe Freunde, die Pfanne ist einigermaßen abgekühlt.
Jetzt geht es an den zweiten Gang. Wieder ein bisschen Öl rein. Und benetzen das komplett überall. Also ich denke, ich brauche nicht länger wie 3 Gänge. Viele sagen, ja, wir machen das mit Kartoffeln und Salz, das Einbrennen. Da rate ich unbedingt davon ab. Das ist eine Sage. Also das hat überhaupt keinen sinnvollen Hintergrund, warum man das tun sollte. Zumal man sowieso keine ordentliche Patina daraus kriegt. So, gut benetzt, ihr seht's. Ich drehe wieder um. Und die Rückseite. Griff nicht vergessen. Ja, ich denke mal, 3 Gänge langt, so wie das aussieht hier. Wichtig ist, nicht zu dick auftragen, das Öl, es muss nicht schwimmen, das reicht völlig zu. Okay, und da stellen wir es wieder auf den Grill. Wie ihr seht, im Außenbereich ist die Rauchentwicklung verschwindend klein, also das raucht jetzt nicht auf, als würde man irgendwie ein Fleisch verbrennen. Natürlich würde man das Ganze jetzt am Herd machen. Im Innenraum wäre das natürlich schon ein Rauchproblem. Da hätten wir wirklich Probleme, würde das ganze Haus danach stinken. So, der dritte Durchgang ist fertig. Wir nehmen die Pfanne runter. Aber die sieht schon gut aus. Und kühlen die erstmal ab. Wir kühlen die diesmal aber richtig ab. Ja, liebe Grillfreunde, unsere Pfanne ist fast fertig, das ist jetzt der letzte Durchgang und gebe jetzt noch mal Leinöl hinzu, aber diesmal ganz ganz dünn an jede Ecke, nicht so dick wie sonst, sondern noch weniger. So, unsere Pfanne ist jetzt das vierte Mal drauf. Ich gebe jetzt nur 10 Minuten zum Einbrennen. Das ist jetzt unser letzter Vorgang. Ja, und dann ist unsere Pfanne eingebrannt. So, Freunde, Einbrennen ist beendet. Wir holen jetzt unsere Pfanne vom Rost und lassen die richtig abkühlen. Ja, liebe Freunde, jetzt kommt es zum letzten Akt. Wie gesagt, die ist ausgekühlt und in Zukunft, wenn ihr die ordentlich pflegen wollt, empfiehlt sich immer so ein kleines Läppchen getränkt mit Leinöl und nach dem Bratvorgang immer mal hier so reinwischen und da könnt ihr eure Patina richtig gut erhalten. Nicht mit Spülmittel sauber machen, nur mit so einem Läppchen hier. Natürlich nicht mit Spülmittel reinigen oder mit Kratzern und was es alles so gibt. Man sollte auch nicht unbedingt während des Bratens drin rumkratzen. Aber wie gesagt, die kann man immer wieder neu einbrennen. Und da hält euch die Pfanne ewig. Guckt euch mal, wie die glänzt. Ein Traum. Ja, liebe Freunde, wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen netten Kommentar, über einen Daumen nach oben natürlich. Und damit ihr in der Zukunft keine Folge von uns verpasst, dann würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer, wenn es wieder heißt, euer Team von Zackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.